Ich grüße Sie herzlich mit dem Predigtimpuls zum Pfingstsonntag in diesem Jahr 2022. Und ich möchte Ihnen zunächst die erste Lesung lesen von diesem Festtag aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten fromme Juden, Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wie hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Soweit die Worte der ersten Lesung. Ich habe am letzten Wochenende in Stuttgart am Katholikentag teilgenommen. Und da wurde mir etwas bewusst. Wir würden den Heiligen Geist leichter und machtvoller selbst erfahren, vielleicht wie die Apostel zur Zeit der Apostelgeschichte, wenn wir nicht gleichzeitig Angst vor diesem Heiligen Geist hätten. Und das mag Sie jetzt vielleicht überraschen, aber ich glaube, dass es wirklich Ängstlichkeit ist. Er ist zwar der Geist des Lebens und der Freiheit, der Zuversicht, der Hoffnung und der Freude, auch der Einheit und des Friedens, und man sollte meinen, dass der Mensch sich nach nichts mehr sehnt als nach diesem Heiligen Geist. Aber damit der Geist diese Gaben schenken kann, Einheit, Zuversicht und so weiter, muss er eben der Geist sein, der die Grenzen sprengt, der immer wieder Grenzen überwindet, der letztlich sogar durch den Tod das Leben gibt. Ein Sprengmeister der Grenzen. Es ist so gesehen auch nicht verwunderlich, dass wir Angst haben davor. Denn wir wollen doch gerne wissen, woran wir sind, wollen die Grenzen kennen. Wir möchten die Posten unserer Lebensrechnung vor Augen haben, uns am liebsten ausrechnen können, wie nah wir auch dem Himmel schon sind. Wir fürchten in unserem Leben und auch in der Kirche Experimente, deren Ausgang nicht absehbar ist. Und wir hassen es, überfordert zu werden. Wir messen unsere Pflicht gerne an dem, was wir zu leisten bereit sind. Und darum würden wir den Heiligen Geist gerne dosieren. Das lässt er aber nicht mit sich machen. Er weht, wo er will. So wirklich trauen tun wir ihm nur, soweit er schon übersetzt ist in Buchstabe, Gesetz, in Tradition und in erprobte Kirche. Und es würde uns sehr gefallen, wenn er sich an diesen Maßstäben messen ließe. Also der Heilige Geist ist uns eigentlich zu unberechenbar. Und ganz ehrlich, um den Heiligen Geist zu bitten, ist riskant. Sturmes Brausen und Feuerzungen und dann geht's ab in die Welt. Also die Apostel, die hätten damals schwerlich eine weltliche Lebensversicherung nur abschließen können. Denn der Heilige Geist, der lockt in ein Leben, das unberechenbar ist, das aber Ewigkeit verheißt. Radikale Nachfolge ist unberechenbar. Alle, die sich dieses Pfingstfest zu Priestern weihen lassen, die sich in den Dienst nehmen lassen, die müssen damit rechnen, dass sie wenig berechnen können. Wer weiß, wie die Kirche der Zukunft aussieht. Gilt auch für alle anderen Gläubigen. Wenn man darüber nachdenkt, kann man sagen, nur durch die Unberechenbarkeit des Geistes kann er überhaupt nur zum Geist der Einheit werden. Wir beten im Hochgebet immer wieder: Lass uns eins sein im Heiligen Geist. Das wird immer wieder gebetet, das plätschert so dahin. Aber diese Bitte ist eigentlich sehr aktuell oder für die aktuelle Situation sehr relevant. Denn wir bitten da gemeinsam um die Bereitschaft für das Unberechenbare. Und zwar egal, aus welcher kirchlichen Ecke und Tradition wir kommen. Das Wort vom Heiligen Geist ist eine Frage an jeden von uns, ob wir bereit sind zum Mut,
die Vielschichtigkeit, die Vielstimmigkeit auch der Kirche auszuhalten, den Widerspruch der großen Menge auszuhalten. Dafür braucht es Mut. Mit diesem Mut muss jeder in der Kirche das Seine tun, das Ihre tun, auch wenn er oder sie auf den ersten Blick nicht versöhnt ist mit dem, was der Nachbar, die Nachbarin macht. Also ein Streit unter den vielen, vielen Gaben in der Kirche ist gar nicht zu vermeiden. Das hätte ich gerne auf dem Katholikentag lauter gehört. Wären alle Gaben in der Kirche schon eindeutig versöhnt und greifbar eins, dann bräuchte es nicht diese Bitte. Dann bräuchte es nicht die Bitte um den Geist der Einheit, der wäre dann ja schon da. Wir sind angewiesen. Wir sind angewiesen auf diesen Geist der Einheit. Die Einheit im Geist ist uns immer nur gegeben, indem wir das eigene, die eigenen Gaben, aufsprengen in der Haltung von Liebe und der Hoffnung, dass alle Gaben eins sind. Heute schon. Auch wenn wir diese Einheit noch nicht sehen und noch nicht verstehen und schon gar nicht anordnen können. Es geht also um den Mut zur eigenen Gabe. Davon erzählen wir gerade in der Firmkatechese immer wieder. Den Mut, die eigenen Gaben einzubringen. Zum Wohl der Gesellschaft, zum Wohl der Kirche. Auf der einen Seite Mut zum Einsatz der eigenen Gabe. Und zweitens um den Willen zur Einheit aller Gaben. Und das ist unfassbar anstrengend, vielleicht sogar paradox. Wie das gleichzeitig in der Kirche präsent sein kann, existent sein kann, das ist im allerletzten schon eine Gabe des Heiligen Geistes. Er gibt sich uns also so, dass wir ihn nicht manipulieren können. Der entzieht sich uns. Und wir sollten keine Angst davor haben, denn er ist, und das hören wir heute in den Texten vom Tage, der Kirche von der Stunde Null an inhärent. Er ist uns, er gehört in unsere kirchliche DNA, dieser unberechenbare freie Geist. Wir sollen ihn also einlassen, so selbstkritisch gegen uns. Und er lehrt uns das Staunen. Die Menschen in der Apostelgeschichte, die auf einmal die Apostel hörten in fremden Sprachen, in den eigenen Sprachen, die fielen ins Staunen. Und das ist der erste Schritt zum Hören, zum ich gehe da mal näher dran und höre zu, was die zu sagen haben. Der Geist lehrt die Haltung des Staunens. Staunen über vielleicht den eigenen gebrochenen Lebensweg. Was habe ich nicht alles schon erlebt und überlebt, dass ich heute der geworden bin, die geworden bin, die ich heute bin. Und das Staunen über das Verhalten der anderen. Ich kann Ihnen sagen, beim Katholikentag habe ich auch viel gestaunt, was der Verbandskatholizismus für viele Gesichter hat, wer sich da alles zeigt, wer sich alles zum Katholischen dazu zählt. Die Bereitschaft für das Unberechenbare und die Lust am Staunen, damit wird es der Kirche auch in der Zukunft besser gelingen zu bestehen und eine Stimme zu sein in der Welt, als wenn wir die Kirche nur nach den Prinzipien gestalten wollen, die die Institution in eigene Verwaltung übernommen hat. Der Geist lässt sich nicht verwalten. Den Heiligen Geist brauchen wir nicht zu fürchten und wir brauchen ihn am allerwenigsten in den Mauern eingesperrt einer Kirche zu denken. Wir sind vielmehr die Kirche, die aus der Gemeinde besteht, die bekennt, dieser Geist, diese Dynamis, diese Unberechenbarkeit gehört zur Kirche, gehört zu uns. Es ist das innerste dynamische Prinzip der Welt. Er haucht uns seinen Geist zu, er haucht uns an, er begeistert uns. Wohin er uns führt, wissen wir heute im Letzten nicht. Und so möchte der Geist die Angst nehmen und Lust schenken und Freude am Reich Gottes im Himmel wie auf Erden. Das Reich Gottes auf Erden, der Acker der Kirche, kann ein Teil davon sein. Ich hoffe, dass er das ist. Ein Teil des Reiches Gottes auf Erden. Und wir sollten sie mit Freude, mit Lust gestalten wollen. Mit der Bereitschaft für das Unberechenbare und der Freude am Staunen. Immer schön dem besten Wissen und Gewissen nach. Und der Hoffnung, dass wir nicht allein sind, sondern dass er uns seinen Geist als Gabe schon geschenkt hat.